Ja, hallo allerseits. Heute schauen wir uns den Satz des Pythagoras an. Beim Satz des Pythagoras spielt ein rechtwinkliges Dreieck eine Rolle und drei Sorten von Quadraten. Wir schauen uns jetzt erstmal zwei Sorten von Quadraten an, nämlich das große graue Quadrat, dieses hier, und das kleine weiße Quadrat. Wie man sieht, kann man aus diesen beiden Quadratsorten ein Muster herstellen, das genau zusammenpasst. Und dieses Muster kann man auch immer weiter fortsetzen, sodass man letztlich das ganze Blatt mit diesem Muster füllen könnte, ohne dass irgendeine Lücke entsteht. Jetzt fragt man sich natürlich, also wenn man einfach das Blatt füllen will mit einem Muster, dann ist das ja jetzt nicht das einfachste Muster, was man finden kann, sondern eigentlich ein relativ kompliziertes. Einfacher wäre es, wenn man nur eine Sorte Quadrate nehmen würde. Und diese Sorte Quadrate, die suchen wir jetzt mal. Man findet eine einfache Quadratsorte, indem man zum Beispiel mal immer die Mitte der grauen Quadrate nimmt und all diese Mittelpunkte miteinander verbindet. Man sieht schon, da entsteht ein Quadrat. Ich habe das mal vorbereitet. Hier, da haben wir ein Quadratmuster und ich kann es tatsächlich so legen, dass das Quadratmuster genau durch die Mitte der großen grauen Quadrate geht. So, jetzt haben wir also eine dritte Sorte Quadrate, die roten Quadrate. Die Frage ist, wie groß ist denn jetzt so ein rotes Quadrat? Also, klar ist schon mal, das weiße Quadrat, das ist in dem roten Quadrat enthalten. Und dann sind in dem roten Quadrat vier Stücke von dem grauen Quadrat drin. Schauen wir uns diese vier Stücke mal an. Also, ich nenne mal dieses Stück hier Stück Nummer 1. Brauche erstmal meinen Stift. Hier Stück Nummer 1. Also dieses Stück hier. Klar, das ist in diesem roten Quadrat enthalten. Das Stück Nummer 2, das ist ja hier so das rechte obere Stück in einem grauen Quadrat. Das finde ich auch hier wieder. Dieses Stück hier, das ist genau dieses Stück. Und dieses Stück, das rechts außen. Das finde ich hier wieder. Ich kann also tatsächlich aus diesen vier Stücken ein graues Quadrat zusammensetzen. Nämlich so, dieses hier, dann dieses hier, dann dieses hier. Okay, das bedeutet, wenn man sich das ganz klar macht, ich nehme mal nochmal ein neues Quadrat. Dieses rote Quadrat ist genauso groß wie ein graues Quadrat plus ein weißes Quadrat. Das können wir ja schon mal festhalten. Also, ein rotes Quadrat das ist von der Fläche her genauso groß wie ein graues Quadrat plus ein kleines weißes Quadrat. Okay,
Das ist ja schon mal gut. Jetzt, wenn man sich das Muster jetzt genau anguckt, dann ist es aber nicht so einfach, jetzt ein rechtwinkliges Dreieck zu finden. Das wird leichter, wenn man das Muster der roten Quadrate nochmal verschiebt. Das kann man aber machen, weil egal wie ich das verschiebe, die Größe der roten Quadrate bleibt ja gleich. Und damit auch ihre Fläche. Das heißt, auch wenn jetzt die Abschnitte des grauen Quadrats anders liegen, bleibt die Tatsache, dass die Fläche des roten Quadrats gerade genauso groß ist wie die Fläche eines grauen Quadrats plus eines weißen Quadrats. Diese Tatsache bleibt richtig. So. Und ich schiebe jetzt mal die roten Quadrate so, dass ihre Ecken nicht mehr länger auf dem Mittelpunkt eines grauen Quadrats liegen, sondern auf so einem, ja, auf einer Ecke. So, was habe ich jetzt gewonnen? Ich finde jetzt in meinem Bild ein rechtwinkliges Dreieck. Und zwar liegt das hier. Hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Es ist klar, rechter Winkel, weil es hat hier einen Winkel mit dem grauen Quadrat gemeinsam. So, jetzt schauen wir mal. Ein rechtwinkliges Quadrat. Diese Seite heißt Hypotenuse. Und dann haben wir zwei Katheten. Und zwar einmal hier die lange Kathete und die kürzere Kathete. Bei der kurzen Kathete sehen wir jetzt sofort, die Länge dieser kurzen Kathete ist gerade die Seitenlänge des weißen Quadrats. Ja, so wie das hier gezeichnet ist, sieht man aber auch, die längere Kathete ist gerade die Seitenlänge des großen grauen Quadrats. Ja, ich könnte das hier ja jetzt so weiterzeichnen, ne? So. Und die Seitenlänge des roten Quadrats ist gerade die Hypotenuse. Das heißt, im Hinblick auf unser rechtwinkliges Dreieck könnte man jetzt zusammenfassen, die Fläche des Hypotenusenquadrats ist genauso groß wie die Summe der Flächen der beiden Kathetenquadrate. So, das notiere ich nochmal. Also das rote Quadrat, das war das Hypotenusenquadrat. Und hier haben wir die Summe der Kathetenquadrate. Okay, und wir haben festgestellt, das ist gleich. Und damit haben wir tatsächlich den Satz des Pythagoras bewiesen. So, ich fasse also nochmal zusammen. Wir haben erstmal festgestellt, dass die Fläche eines roten Quadrats sich aufbauen lässt aus einem kleinen weißen Quadrat plus vier Stücke von grauen Quadraten, die sich genau zu einem grauen Quadrat zusammenbauen lassen. Also ist die Fläche des roten Quadrats gerade die Summe des weißen Quadrats plus das graue Quadrat. Andererseits haben wir festgestellt, dass das rote Quadrat das Hypotenusenquadrat ist, also seine Seitenlänge gerade die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ist, während das weiße und das graue Quadrat Kathetenquadrate sind. So. Wenn wir also den Satz von eben wiederholen mit diesen Fachbegriffen, stellen wir fest,
Die Fläche des Hypotenusenquadrats ist gleich die Summe der Kathetenquadrate am rechtwinkligen Dreieck. Und das ist der Satz des Pythagoras.